Wir sind am Bärensee und da müssen doch irgendwo die Karpfen zu finden sein. Das heißt, um die Karpfen zu finden, gehen wir jetzt an den ersten Spot, testen verschiedene Köder und gucken, welcher Köder, welche Aromatik am besten funktioniert. Also, rennen wir direkt hier die Straße runter, nehmen bequemlicherweise direkt den erstbesten Spot. Zack, und schon sind wir da. Und hier werfen wir auf 15 Meter hier vorne so entweder direkt auf die Bäumchen im Schatten oder direkt daneben. Und wir nehmen natürlich hier unsere Karpfenruten. Das Ganze schön entspannt zusammengebaut. Ich verwende jetzt hier ganz normal schlammigen Untergrund oder clayfarbenes Blei und Leadcore. Und hier noch ein geflochtenes Vorfachmaterial. Auch hier wieder nur das etwas kürzere. Einserhaken und jetzt geht es ans Testen der Aromen. Und da würde ich sagen, probieren wir erstmal etwas Unterschiedliches aus. Das heißt, wir fangen vielleicht mal an mit etwas Fruchtigem. Zum Beispiel, eigentlich könnte man direkt oben anfangen. Man fängt zum Beispiel an mit Banane. Zack. Nehmen wir also einmal Banane mit Bananepunsch. Das Ganze machen wir jetzt hier auf 15 Meter und werfen das schon mal so raus. So, ohne eine Futtermische, ohne alles. Ganz entspannt erstmal raus und gucken, ob das funktioniert. Dann die nächste Route. Gleicher Aufbau, gleiches Setup. Und hier gehen wir dann zum Beispiel mal rein mit was Gewürzigem. Also zum Beispiel Knoblauch können wir jetzt hier nehmen. Und dazu haben wir denn da noch was in der Richtung. Scharfer Knoblauch. Auch das nehmen wir jetzt mal ebenfalls 15 Meter. Soweit muss man gar nicht aufladen. Zack, Bremse auf entspannt reingestellt. Erstmal gucken, was geht. Und neben dem Fruchtigen haben wir dann auch noch die nächste Komponente. Und das wäre dann zum Beispiel Lachs. Also, da haben wir auch noch eine fischige Komponente. Und dann machen wir hier den würzigen Lachs drauf. Gerade nochmal eben gucken, hatte ich davon so wenige. Lachs, ja, 42 nur noch. Das heißt, da müssen wir bald wieder nachkaufen. Also, raus damit. Auch das auf 15 Meter. Bremse angepasst, jawohl. Und fertig. So, und damit haben wir jetzt schon mal den ersten Test. Jetzt wird geguckt, gibt es darauf Reaktionen? Das heißt, ich gucke jetzt ungefähr, naja, ich sag mal in-game, also sagen wir mal maximal eine Stunde. Und wenn dann da nichts funktioniert, dann wird gewechselt. Also entweder gänzlich gewechselt oder irgendwo liefert schon mal einer dieser Aromen, dieser doch gänzlich unterschiedlichen Aromen, bietet dann schon mal irgendwo eine Frequenz oder die ersten Bisse. Und dann kann man eben immer noch gucken, ob man das Ganze weiter ausbaut. Ich gehe noch mal kurz shoppen und zwar Lachsdip. So, und direkt wieder zurück hier. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil von dieser Stelle, dass man hier alles direkt in der Nähe hat. Ja, praktischerweise hat man natürlich für so einen Test eine große Auswahl an verschiedenen Mais und kann dementsprechend eben auch verschiedene Maisaromen einfach testen. Wenn man diese Auswahl nicht hat an verschiedenen Maiskörnern, kann man natürlich auch einfach naturbelassene nehmen. So, da sind sie doch. Unter natürlich sind sie. Natürliches Aroma. Da gibt es dann eben auch hier die verschiedenen. Warum gibt es jetzt so viel verschiedene? Weil die verschiedene Farben auch haben. Und auch diese verschiedenen Farben haben wohl irgendwo eine Wirkung. Also man merkt das immer wieder, wenn man quasi den gleichen Dip hat, aber eben drei verschiedene Maissorten dann hat, sagen wir einfach mal weiß, rot und gelb oder grün, dann merkt man doch immer mal wieder einen Unterschied, inwieweit diese Aromen dann, die man gerade verwendet, inwieweit das dann mit diesen Farben halt funktioniert oder eben mal nicht funktioniert. Daneben gibt es auch noch hier fluoreszierend, was halt vielleicht für die Nacht nochmal interessant sein kann. Hier haben wir das auch noch, fluoreszierend, natürliches Aroma.
Also, viele unterschiedliche. Es ist wirklich viel, was man da ausprobieren kann, testen kann. Ich würde allerdings sagen, verrennt euch da nicht zu sehr, weil das natürlich auch sehr viel Silber schluckt. Wenn man da später im Laufe des Games irgendwann genug Silber verdient hat, dann kann man da natürlich auch gerne mal längere Zeit mit rumexperimentieren. Anfangs eher ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht einfach mal hier die wichtigsten Aromen testen, die es so gibt. Guck mal, da wäre es gedacht, auf Knoblauch rasselt hier der erste Brocken rein. Der erste kleine Schuppi. Einfach nur auf Knoblauchteig. Knoblauchmais. Das ist doch schon mal gut. Und jetzt ist die Frage, sind die Aromen, ich muss ein bisschen weiter werfen, sind die Aromen, die würzigen, genau die, die gerade interessant sind? So, raus damit. Noch keine Reaktion auf der Banane, noch keine Reaktion auf dem Lachs. Zeitlich sind wir, glaube ich, jetzt schon ungefähr durch. Und ich würde sagen, wir gehen gleich in den Wechsel. Und ich fange an mit der Banane. Das heißt, hier ändern wir das Ganze. Und jetzt bimmelt der Lachs. Jawohl, jetzt bimmelt der Lachs. Übrigens, für solche Tests hier nicht diese doppelten Maiskörner verwenden. Denn das ist, zählt als richtig großer Köder. Da beißen auch mal, also die Frequenz ist relativ gering und da beißen auch schon mal richtig große Karpfen dann drauf. Allerdings, wie gesagt, ist da die Frequenz halt super gering. Zum Testen immer hier dieses doppelte Maiskorn reicht komplett aus. Und wir testen direkt hier nochmal die nächste Fruchtaromatik. Und zwar nehmen wir hier die Erdbeere. Erdbeere, lassen das auf 15 Meter hier, zack, direkt wieder raus und probieren weiter. Also Knoblauch 1:0, beziehungsweise Lachs liefert jetzt auch gerade nach. Jetzt ist natürlich hier die Frage, was geht rein? Ja, untermaßiger Spiegel. Wir könnten das Fischige vielleicht nochmal beibehalten und nehmen statt Lachs vielleicht einfach auch mal Krabbe. Bleiben wir so ein bisschen fischig oder auch mal Muschel. Gucken wir mal eben nach. Krabbe, Auster, Krabbe und Fisch nehmen wir einfach mal als Dip und wieder raus damit. Ja, und so testet man sich dann einfach Stück für Stück durch. Man hat ja drei Routen sozusagen zur Auswahl, testet die verschiedenen Boilies in Kombination mit den Aromen und testet und testet und testet. Und wenn man dann irgendwann, wie gesagt, ein Aroma hat, was funktioniert, dann wird das ausgerollt auf alle drei Routen. Beziehungsweise dann kann man auch nochmal Boilies dazu machen. Und dann macht es auch Sinn, dass man da eben reingeht in die Futtermische. Dann stellt man einfach eine Futtermische genau mit der Aromatik noch zusammen, die dann hier gut funktioniert. Es gibt für dieses Testen auch noch eine sehr gute weitere Stelle, die man verwenden kann, und zwar ist das hier oben. Man sieht das so ganz knapp, dieser ganz kleine Schniepi hier, also dieser ganz kleine Punkt, da kann man sich draufstellen und von da aus auch, ja, ich sag mal, verschiedene Entfernungen testen. Ungefähr 9 Meter herum ist eine gute Stelle. Aber auch so in Richtung 12 oder 15 Meter, 25 Meter. Also hier gibt es verschiedene Entfernungen. Hier teste ich allerdings meistens eine Route so auf 9 oder zwei Routen auf 9 und eine auf 15. Also so in den Entfernungen teste ich dann erstmal. Wenn dann da schon was geht, ist das schon mal ganz gut. Kurzes Auswerfen natürlich auch immer super praktisch für hohe Frequenz. Da muss man eben nicht lange kurbeln. Diese klassischen Spots hier, die auf 35 Meter funktionieren, die kann man dann eben auch gut testen, wenn man bis dahin schon mal eine Aromatik rausgefunden hat, die funktioniert. Dann testet man das vielleicht hier auf 83 und wirft dann hier 35 Meter weit aus und testet dann die Aromatik, die gut funktioniert. Ja, jetzt haben wir hier schon bald die nächste gute halbe Stunde in-game um. Wenig Reaktion weiterhin, das heißt, es ist immer noch nicht so richtig optimal. Und es bietet bisher noch nicht eine Aromatik wirklich ein zufriedenstellendes Ergebnis. Heißt also, hier müssen wir weiter testen. Eine Aromatik, die wir noch nicht wirklich hatten. Jetzt nehmen wir mal den Knoblauch hier raus.
war etwas, was so ein bisschen mehr ins Milchige geht. Und da könnten wir natürliche Sahne verwenden oder Kokossahne. Machen wir einfach mal hier Kokossahne und machen hier auch Kokos mit rein. Zack, und auch das wieder auswerfen. Ja, wie gesagt, so wird halt rumgetestet. Ein Spot nach dem anderen. Ich teste jetzt noch mal ein bisschen und bin sehr gespannt, ob ich denn gleich noch ein bisschen was Spannendes rauskriege. Na, das ist doch schon mal wieder ein ganz gutes Zeichen. Gerade erst ausgeworfen und sofort der Biss. Das klingt schon gut. Ich habe natürlich mal wieder ein paar absolute Klassiker rangenommen. Auch wenn die Fischgröße hier noch nicht wirklich groß ist, ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen für gerade eben erst ausgeworfen und sofort Reaktion. Kokossahne war bisher noch nichts. Gucken wir gerade mal eben. Und dann bauen wir auch das hier gerade um auf Kaviar. Kaviar, Kaviar, Kaviar. Absoluter Klassiker. So, und wieder raus damit. Ja, und es zuppelt weiter. Also, scheint gut zu gehen auf Kaviar. Frequenz kann jetzt natürlich noch ausgebaut werden. Das heißt, jetzt geht es daran, dass wir hier auch noch Futtermische reinbringen. Also, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Kaviar scheint zu triggern. Und wir suchen hier jetzt nach Kaviar-Futtermische. Zum Beispiel sowas hier. Ist jetzt nur ein kleines Futterpaket. Wenn man PVA noch nicht herstellen kann, dann einfach das Ganze hier in Futterbällchenform machen. Wir sind ja hier nur bei 15 Meter. Heißt also von Hand auswerfen, absolut machbar. Oder mit der Futterrakete, auch natürlich ein Ding. Erbse gemahlen ist hier drin, Kaviar Feed Pellets sind hier drin. Einmal sogar ein geschredderter Kaviar. Boilie ist mit drin, muss man nicht machen. Oder einfach andere Feed Pellets hier mal mit reinmachen. Und dann ist hier nochmal Mais mit drin. Und ja, Kaviar als Dip. Da zuppelt es auch schon wieder weiter, sehr gut. Und raus damit. So soll das sein. Und dann wieder stramm ziehen. Jawohl. Und da geht er sogar schon so ein bisschen hier in die Bremse. Auch das ist natürlich richtig gut. Also schön hochhalten hier. Nicht ganz übertreiben. Wenn er ziehen will, dann lassen wir ihn ziehen. Und dann ziehen wir ihn quasi erst dann rein, wenn er sich ein bisschen beruhigt hat, der Karpfen. Auch jetzt nicht großartig hier mit Shift und Turbo den reinprügeln, sondern immer schön auf entspannt. Nicht, dass wir da dem Karpfen quasi den Boilie wieder aus dem Maul rausreißen. Ich bin jetzt hier also gerade mit einer 15er Bremse nur unterwegs. Ich könnte jetzt einfach hochdrehen, das Ding zugemacht und ranprügeln. Aber dann erhöht sich auch einfach die Chance, dass er ausschlitzt. Wollen wir nicht, deswegen lassen wir ihn hier so ein bisschen knattern. Der ist ja noch ganz entspannt und harmlos. Dann wird wieder eingekurbelt und gut ist. Auch natürlich wichtig, immer dran denken, gerade bei solchen Brocken, die ein bisschen schwerer sind, keschern. Jetzt haut er natürlich gerade wieder ab. Also abwarten, versuchen ein bisschen zu drehen. Oder in die andere Richtung zu drehen. So, da hat er gedreht, jawohl, jetzt kommt er wieder an. So, nochmal ran, nochmal nachpumpen. Kescher raus, rechte Maustaste, klick, 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 klick. Einfach so ein bisschen halten. Nicht die ganze Zeit ziehen, gedrückt halten, sondern einfach ein bisschen auf der rechten Maustaste gedrückt. Immer wieder klicken, 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 dass er im Wasser bleibt mit dem ganzen Gewicht und nicht an die Luft geballert wird. Geht halt alles auf den Verschleiß von der Rute oder von der Schnur. Wollen wir halt alles nicht. Vor den Schnurlaufregen wahrscheinlich auch. Der ganze Druck. So, und wieder raus damit. Ich habe jetzt hier an der Stelle dreierlei. Dreierlei vom Kaviar. Dreierlei Kaviar. Und zwar Kaviar in Gelb, Kaviar in Rot und Kaviar in Gelb mit Boilie. Also, da haben wir jetzt schon mal eine Kombination mit Boilie sogar draußen. Und da müssen wir jetzt natürlich gucken, wie das hier weiter läuft. Aber so darf das schon anlaufen. Also, fürs erste Testen. Guck mal, hier habe ich noch einen Köhler in der Tasche sogar. Der gehört natürlich nicht hierher.
Also, fürs erste Testen hier, die ersten paar Minuten rumprobiert, 17 Minuten jetzt hier, ist natürlich klar, da läuft natürlich beim Testen auch nicht viel, aber man sieht jetzt hier, innerhalb von wenigen Minuten ballern jetzt eben die Brocken rein und das ist dann eben schon mal auch ein gutes Zeichen für eine Aromatik, für einen Köder, der funktioniert. Ich bleibe immer noch auf zwei Routen mit Mais, also einmal Maisrot, es gibt ja zwei Kaviarsorten, und einmal Maisgelb, alles auf dem Einser Haken. Und einfach nur der Dip auf Rot zuppelt schon wieder weiter, sehr gut. Und einmal teste ich, auch das noch nicht so richtig groß, 16er Boily, also immer noch ein relativ kleiner Boily mit Kaviar als Maiskorn in Gelb und hier auch schon die Futtermische drin. War bisher noch kein Biss drauf. Das ist jetzt die Hoffnung, dass da ein bisschen was Größeres vielleicht nochmal reingeht. Wenn dann nichts reagiert, gehe ich einfach wieder zurück auf das Maiskorn und bin dann komplett zufrieden, dass ich dann drei Routen draußen habe, wo hier die, naja, ich sag mal, schon ordentlich großen, die sind jetzt nicht super groß, aber gewichtsmäßig reicht mir das völlig. Wenn das auf Frequenz geht, dann macht man da auch locker 300 die Stunde mit diesen kleineren Schuppis, die so bis 10 Kilo sind, gar kein Problem. So, direkt wieder raus und dann lübt das. Übrigens Futtermische, wie auch schon in den ganzen anderen Karpfenvideos gesagt, einfach nochmal zur Erinnerung, Futtermische nicht so viel ausschmeißen. Bei den kleinen sehe ich jetzt zu, dass man so zwischen 10 bis 20 Mal ausgeworfen hat. Danach auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Pause machen. 10 bis 20 von diesen kleinen PVAs draußen. Gerade wenn die Frequenz jetzt so ist, dass da konstant immer wieder Futter nachkommt, dann auf jeden Fall auch nochmal eine Pause machen zwischendurch. Na? Ne, Mitte. Damit sich der Spot so ein bisschen, oder dass er nicht überfüttert wird, ne? Das darf oder sollte auf keinen Fall passieren. Denn wenn das passiert ist, dann müssen wir 2 Stunden lang den Spot ruhen lassen. Und müssen dann einfach irgendwo uns eine andere Area suchen, wo es dann weitergeht, bis das dann so langsam regeneriert. Na, gucke mal. Da kommt doch schon direkt der nächste hier an. Also, ganz zufrieden bin ich. Ganz zufrieden. So soll das sein. Das Ganze wird jetzt natürlich so zum, oder in den Nacht hin wahrscheinlich gleich noch ein bisschen eine Flaute geben. Aber bisher ist es soweit okay. Ich kann weiter rausziehen, endlich wieder ein bisschen schön entspannt auf Karpfen gehen. Vielleicht kennst du ja noch eine Aromatik, die gerade gut funktioniert. Dann gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Teste ich auch gerne. Sowas teste ich natürlich auch immer gerne im Livestream, solche Aromen. Von daher auch da einfach mal vorbeischauen im Livestream. Montags, Mittwochs, Freitags ab 19 Uhr auf Twitch geht's dann da ab ans Angeln. Na guck. Wir machen hier noch ein bisschen weiter mit dem Kaviar. Ich würde sagen, Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Ja, wie gesagt, immer so ab 19 Uhr. Und da gibt es eben auch immer mal wieder das Karpfenangeln oder mal Karpfenwettangeln. Oder. Also, bis dahin, Petri.